Hallo zusammen, in diesem Video geht es um das Thema Totalreflexion. Totalreflexion. Das ist jetzt eigentlich nichts Exotisches. Wahrscheinlich ist das Video, was ihr gerade anschaut, auch über Glasfaser zu euch gekommen. Und die Glasfasern funktionieren genau mit dem Prinzip der Totalreflexion. Also schauen wir uns einfach mal an, was das ist. Es hat viel mit Brechung zu tun. Wir haben also bei der Brechung hatten wir hier eine Grenzfläche zwischen zwei Medien und dem einen Medium. Da war das Licht etwas langsamer. Und im anderen Medium war das Licht schneller. Und wenn jetzt dieser Lichtstrahl hier ankam, an die Grenzfläche mit einem bestimmten Winkel kam das an. Und den Winkel haben wir immer zur Senkrechten hingemessen. Hier war das Lot. Und der Strahl ging dann hier so weiter. Und wir hatten zwei Winkel betrachtet. Wir hatten hier den Einfallswinkel uns angeschaut, den Einfallswinkel Theta 1 und das war der Brechungswinkel Theta 2. Und für den Fall, dass der Strahl vom langsamen ins schnelle Medium hineinlief, galt immer, dass der Einfallswinkel, das Theta 1, das war kleiner als Theta 2. Und das hatten wir uns immer klar gemacht, indem wir an das Auto gedacht haben, das Auto, was hier aus einer sehr schwierig zu befahrenen Straße mit viel Schlamm zum Beispiel hier rausfährt. Und an der Grenzfläche, wenn es auf die Asphaltstraße kommt, da ist das linke vordere Rad eigentlich als erstes auf der Asphaltstraße. Das wird sich dann also schneller bewegen. Und deshalb macht das Auto diesen leichten Schwenk nach rechts und fährt hier in dieser neuen Richtung weiter. Also so hatten wir uns immer überlegt, in welche Richtung der Lichtstrahl abgelenkt würde mit diesem Bild von den Autos. Aber was wir in diesem Video eigentlich machen wollen, ist, dass wir uns mal überlegen, was passiert denn, wenn ich diesen Einfallswinkel hier noch größer mache? Irgendwann komme ich doch dann in die Situation, dass mein gebrochener Lichtstrahl, dass der überhaupt nicht mehr in das Medium hineinläuft, sondern dass der hier irgendwo an der Grenzfläche entlangläuft. Hier, also so würde dieser gebrochene Lichtstrahl dann laufen irgendwann. Das heißt, mein Brechungswinkel wäre 90 Grad. Und mein Einfallswinkel ist kleiner, also das ist nicht 90 Grad, das wäre dann irgendein Lichtstrahl hier, irgendein Winkel hier. Vielleicht hier aus dieser Richtung käme der Strahl und dann würde er so gebrochen, dass er dann hier entlang der Grenzfläche weiterläuft. Und diesen Winkel, bei dem das passiert, dieser Winkel, der zu den 90 Grad Brechungswinkel dazugehört, das ist der Grenzwinkel, das nennen wir Theta G, also das ist der Grenzwinkel. Manchmal liest man auch als Name für diesen Winkel kritischer Winkel. Und wenn jetzt ein Lichtstrahl mit dem Grenzwinkel einfällt, dann geht sein gebrochener Strahl mit 90 Grad, dann hat sein gebrochener Strahl gerade 90 Grad Brechungswinkel. Wenn ein Lichtstrahl mit einem größeren Winkel als dem Grenzwinkel einfällt, also wenn er von hier kommen würde, dann würde er überhaupt nicht mehr da oben reinlaufen, sondern er würde hier nach unten gespiegelt werden an der Grenzfläche. Das heißt, hier würde überhaupt kein Anteil des Lichtes hier aus dem langsamen Medium herausdringen. Und das ist dann Totalreflexion. Also die Totalreflexion betrifft dann alle Lichtstrahlen, die mit einem größeren Einfallswinkel als dem Grenzwinkel hier an die Grenzfläche ankommen. Interessant wäre es mal, diesen Grenzwinkel auszurechnen. Nehmen wir uns mal dafür ein Beispiel. Nehmen wir uns mal die Grenzfläche hier zwischen Luft und Wasser. Oben ist Luft, unten ist das Wasser. Da kennen wir die Brechungsindizes. Bei der Luft war das ja ungefähr gleich 1, also N2. Oben haben wir den Index 2 immer. N2 ist dann gleich 1. Nicht genau gleich 1, aber für unsere Rechnung reicht diese Genauigkeit. Und unten für das Wasser, da ist der Brechungsindex, unten haben wir die Indizes 1, der Brechungsindex gleich 1,33. Einzeichnen wollen wir genau diesen Fall, dass der Brechungswinkel 90 Grad ist, das heißt der Lichtstrahl soll hier parallel zu der Grenzfläche laufen und hier soll er gerade mit dem Grenzwinkel hier eintreffen. Machen wir unser Lot hin, dass wir die Winkel auch richtig einzeichnen können. Also hier hätten wir den Brechungswinkel und das waren die 90 Grad. Und hier hätten wir den Einfallswinkel und das soll gleich der Grenzwinkel sein. Also das nennen wir gleich
Theta g. Das ist das, was wir suchen. Das Brechungsgesetz hilft uns hier natürlich weiter, denn das gilt ja weiterhin auch für diese Situation. N1 mal Sinus des Grenzwinkels, das ist die Situation da unten, das ist dann gleich N2 mal dem Sinus von 90 Grad. Und das wäre die Situation hier oben. Also das war einfach das Brechungsgesetz für diesen speziellen Fall angewendet. Und das heißt, wenn wir jetzt beide Seiten durch N1 teilen, bleibt übrig Sinus des Grenzwinkels ist gleich N2 durch N1. Sinus von 90 Grad, wenn wir uns erinnern, das ist gerade 1. Das brauchen wir also nicht mehr aufzuschreiben. Wenn wir jetzt nach dem Grenzwinkel auflösen, tun wir das, indem wir die Umkehrfunktion des Sinus anwenden, den Arcosinus. Arcosinus von Sinus, da bleibt uns dann also nur der Grenzwinkel hier auf der linken Seite. Und wenn wir den Arcosinus hier auf der rechten Seite anwenden, dann bleibt uns Arcosinus von N2 durch N1 stehen. Also ich habe hier einfach den Arcosinus auf beiden Seiten dieser Gleichung angewendet. Das ist also die allgemeine Formel. Das funktioniert also nicht nur für Luft und Wasser, das funktioniert also immer dann, wenn ein Lichtstrahl von einem dichteren Medium in ein dünneres Medium übergeht. Andersrum würde es nicht funktionieren, also wenn wir die Reihenfolge hier nicht einhalten, dann hätten wir hier einen Wert, der größer ist als 1 und dann wäre der Arcosinus ja gar nicht mehr definiert. Also es funktioniert wirklich nur für die eine Richtung aus dem dichteren Medium, wo das Licht langsamer ist, in das dünnere Medium, wo das Licht schneller ist. Da funktioniert diese Gleichung. Setzen wir mal ein die Werte von oben, das würde heißen, dass unser Grenzwinkel ist dann also der Arcosinus von N2 war ja gleich 1 und N1 war 1,33. Dafür nehmen wir am besten den Taschenrechner hier. 1,33, dann den Kehrwert davon, das sind die 0,75 und davon den Arcosinus, also die Umkehrfunktion des Sinus. Hier ist das geschrieben als Sinus hoch minus 1, das ist dasselbe. Und da kriegen wir raus in Grad den Grenzwinkel. 48,8 Grad sind das ungefähr. Also unser Theta G, unser Grenzwinkel, sind dann gerade 48,8 Grad. Und das bedeutet jetzt, dass wenn ein Lichtstrahl mit 48,8 Grad Einfallswinkel hierher kommt, dass sein gebrochener Winkel überhaupt nicht in die Luft reingeht, sondern entlang der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft hier weiterläuft. Und alle Lichtstrahlen mit einem größeren Einfallswinkel als 48,8 Grad in diesem Bereich, die würden hier reinlaufen und die könnten das Wasser überhaupt nicht verlassen, die würden an der Wasseroberfläche wieder zurückgespiegelt werden und im Wasser drin bleiben. Die würden überhaupt nicht in die Luft hineinkommen. Die würden total reflektiert. Also hier in diesem Bereich, für diese Strahlen, würde Totalreflexion herrschen. Wie schon am Anfang gesagt, ist das ein technisch sehr, sehr wichtiger Effekt, weil man kann jetzt also Glasfasern konstruieren. Also man kann hier flexible Glasleitungen bauen. So sähe das aus. Und die Lichtstrahlen, die in diesem Material entlanglaufen, also die würden ja von einer Laserdiode, die würden hier solche Strahlen aussenden, die dann auch die ganze Information transportieren. Diese Strahlen würden hier drin entlanglaufen. Und wenn die mal gegen die Wand stoßen, dann würden die das in einem so flachen Winkel machen, dass sie überhaupt nicht diese Glasfaser überhaupt nicht verlassen können, sondern auch hier würde Totalreflexion herrschen. Diese Lichtstrahlen würden hier weiter im Inneren dieser Glasfaser geführt werden und nichts an Intensität verlieren. Und das ist sehr wichtig, weil ich will ja, dass die Lichtstrahlen hier auch über große Entfernungen ohne Verluste transportiert werden können. Und mit Hilfe der Totalreflexion lässt sich das über hunderte von Kilometern auch machen. Ja, das wäre schon zum Thema Totalreflexion. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen, dieses Phänomen ein bisschen besser zu verstehen.